Ein feuriges TV-Comeback. Helene Fischer ist nun erstmals nach ihrer ZDF-Weihnachtsshow im Dezember 2019 wieder auf den Fernsehbildschirmen der Nation aufgetaucht. Ihre atemberaubende, emotionale Rückkehr zeigen wir euch gleich. So viel sei verraten, das lange Warten hat sich gelohnt. In den letzten paar Monaten wurde es sehr ruhig um die Schlagerprinzessin. Nur ein einziges Mal meldet sich die 36-Jährige mit diesem Schnappschuss über die sozialen Medien zu Wort. Helene macht sich rar. Dann der nächste Schlag für die Fans. Die Helene Fischer Show wird Corona-bedingt abgesagt. Ihr großes Idol in diesem Jahr noch einmal bewundern zu können, damit haben viele wohl nicht mehr gerechnet. Umso schöner ist die Überraschung, als Helene jetzt zur Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig erscheint. Sie wird mit dem Medienpreis für die Weihnachtsshow in der Kategorie TV Entertainment ausgezeichnet. Was sollen wir sagen? Helene hat sich kaum verändert. Immer noch stockt uns beim Anblick der blonden Schönheit der Atem. Zu der Preisverleihung wählt sie eine elegante Robe in feurigem Rot und farblich passende Heels. Doch Helene wäre nicht Helene, würde sie dabei nicht auch Einblicke auf ihren durchtrainierten Körper gewähren. Der Schlitz des Kleides entblößt ihre langen Beine und auch große Teile ihres Dekolletés legt Helene frei. Sie strahlt, als sie den Preis in den Händen hält, wirkt gar ein wenig emotional. Wie sehr sie die Bühne vermisst, ist ihr deutlich anzusehen. Auch Florian Silbereisen ist bei der Goldenen Henne in Sachsen zu Gast. Er gewinnt mit Thomas Anders die Trophäe in der Kategorie Musik. Auf Instagram teilt er einen Schnappschuss und titelt dazu »In super Gesellschaft«. Ob er damit wohl auch seine Ex Helene Fischer meint? Bei diesem vorigen Auftritt würde das in jedem Fall zutreffen.